Hallo Leute und willkommen zu meinen Januar-Favoriten. Den ersten Monat haben wir somit geschafft. Ich hoffe, er war erfolgreich für euch. Und ich starte jetzt mal und zeige euch meine ganzen Lieblingsprodukte beauty-mäßig. Aber ich habe auch ganz viele andere Sachen am Ende. Deswegen starten wir jetzt mal schnell, damit ich das andere nämlich zeigen kann. Das fand ich für mich ein bisschen interessanter, aber egal. Wer es natürlich sofort in meinen Favoriten geschafft hat, ist diese Palette. Die hatte ich euch ja mal im Beauty Haul gezeigt. Ich habe sie noch nicht so lange, aber ich habe seitdem einfach jeden Tag eigentlich wirklich jeden Tag damit einen Look geschminkt. Das ist von Anastasia Beverly Hills, die Modern Renaissance Palette. Und voll viele haben mir geschrieben, dass sie voll gehypt ist und so weiter. Ich habe das leider nicht mitbekommen. Sorry, ich lebe auf meinem eigenen Planeten sozusagen. Manchmal scheint mir so. Ja, keine Ahnung. Egal. Jedenfalls sind es genauso Farben, die mich persönlich extrem ansprechen. Richtig cool auf jeden Fall die ganze Farbzusammenstellung. Ist auch schön, dass die meisten Farben matt sind, aber es gibt trotzdem ein paar schimmrige Farben, die super schön schimmern. Also die man ja auch toll als Highlighter verwenden kann. Was ich nur bemängeln muss an dieser Palette, naja, zwei Sachen muss ich bemängeln an der Palette. Ja, leider ist es so. Ich finde, man kann die Farben sehr schlecht mit einem fluffigen Pinsel auftragen, ohne dass sehr viel runterfällt. Also man sollte echt am besten mit einem flachen Lidschattenpinsel arbeiten und dann nur ausblenden. So mit sowas Fluffigen ist ziemlich schwer damit zu arbeiten. Und zweites Problem würde ich sagen, ich finde die Farben sind ein bisschen zu pigmentiert. Jetzt denkt der ein oder andere wahrscheinlich, warum ist das schlecht? Ja, Pigmentierung ist doch immer das, was wir wollen. Nee, nee, nee. Es kommt drauf an, würde ich sagen. Also es ist nicht immer das, was ich will oder was jeder will. Es kommt drauf an, welchen Look man haben möchte. Und es ist halt schwieriger, mit Farben zu arbeiten, die sehr, sehr hoch pigmentiert sind wie diese. Und es lässt sich doch ein bisschen schwer blenden. Man muss aufpassen, man braucht ganz wenig Produkt und dann geht das eigentlich schon. Aber wenn man so ein bisschen damit rumspielt und das dann auch weiß und wie man damit umgehen kann, dann ist das okay. Aber ich sag nur, also ich finde, es ist keine Anfängerpalette, wenn man so will. Also wer jetzt denkt, geile Farbkombination, vielleicht doch ein bisschen woanders schauen. Dann als nächstes dieser Lippenstift, den ich heute trage. Ich weiß nicht, ob ich ihn euch schon mal gezeigt habe in verrückten Video, ich weiß es nicht genau. Den habe ich von The Body Shop zum Testen bekommen. Und zwar ist das ein matter Lippenstift in der Farbe Sienna Rose. Und ich trage ihn super, super gerne. Das ist für mich so diese, die neutrale Nude-Lippe, würde ich sagen. Aber es ist ein ganz toller Farbton, finde ich, den ich halt immer kombiniere mit einem Lip Liner, damit es so ein bisschen besser umrandet ist einfach. Auch eine ganz tolle matte Textur, die nicht so austrocknend ist, sondern einfach nur, ja, eben keinen Glanz hat, aber nicht austrocknet. Also genau so stelle ich mir das vor bei einem matten Lippenstift. Wie gesagt, es ist nicht allzu pigmentiert, was ganz schön ist, man kann es auch ganz leicht auftragen und dann hat man so, dann leuchtet so ein bisschen die eigene Lippenfarbe durch, was auch cool aussieht, oder ein bisschen mehr halt. Es sieht halt sehr natürlich aus. Ich habe schon mal in einem Video, glaube ich, gesagt, sieht aus, als hätte man sich so auf die Lippen gebissen. Kennt ihr das? Und dann sieht einfach richtig toll aus. Ich mag ihn sehr, 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 sehr gerne. Generell sind diese Lippenstifte ganz gut. Ich habe einige Farben ausprobieren können. Die sind echt ganz toll, aber dieser ist echt mein absoluter Favorit. Ich liebe diese Farbe. Dann als nächstes, das hatte ich euch auch gezeigt in dem Beauty Haul. Ich glaube, in dem gleichen sogar. 24 Karat Gold Eye Mask von Monsab, keine Ahnung. Ich hatte die nämlich eigentlich nur zufällig bei Amazon gesehen bei meiner Bestellung und dann dachte ich mir, ach, warum nicht? Das war so ein Riesenpack, ganz viele sind da drin und es war auch gar nicht so teuer, ich glaube um die 10 Euro ungefähr. Aber ich werde euch alle Links zu den Produkten, die ich jetzt euch nenne und alles erzähle, immer in die Infobox posten, dann könnt ihr da nochmal nachsehen, wenn ihr Interesse daran habt. Jedenfalls bin ich besessen davon, die sind echt gut, also die funktionieren tatsächlich richtig gut. Ich habe ja sehr dunkle Augenschatten, finde ich, ja, also ja. Und so manchmal auch so ein bisschen Schwellung. Und diese Augenmasken, die geben so ein, also die nehmen die Schwellung ein bisschen runter und spenden richtig gut Feuchtigkeit. Also danach ist das richtig schön, als hätte man so einen kleinen Spa-Tag eingelegt. Man lässt sie halt 30 Minuten einwirken. Ich mache das so meistens dann vom Fernsehen einfach. Und den Überschuss, den klopfe ich einfach noch mit rein. Aber da gibt es auch nicht viel, weil meine Augen haben das so richtig reingezogen, also meine Haut da. Sehr angenehm und sehr angenehm auch während des Tragens. So ein frisches Gefühl, wenn ihr wisst, was ich meine, hat man da. Also sehr angenehm, auch so bei müden Augen einfach. Wenn man zum Beispiel lange vom PC saß, was ich ja immer mache, oder einfach wenn man lange liest oder einfach lange die Augen beansprucht, ist das super angenehm. Ich habe nachgegeben und habe mir das mal gekauft. Das ist der Liquid Blender Cleanser für den
für den Beauty Blender. Ich war immer zu geizig, einfach so Special Produkte zu holen, weil ich dachte mir, geht doch auch mit einem Shampoo. Allerdings beim Beauty Blender ist das echt so eine Scheißarbeit. Da kriegst du das Zeug nicht richtig raus, kriegst du nicht richtig gereinigt. Also schon, aber es dauert halt ewig, ne? Es gibt ein paar Tricks und so, kochendes Wasser, bla bla bla. Aber dann dachte ich mir, ach, probiere ich es einfach aus. Das Make-up schmilzt irgendwie viel schneller in diesem Schwamm und man kriegt den viel schneller sauber. Also es funktioniert wirklich. Ja, kann ich nur empfehlen. Ich finde ihn sehr gut und es hat mein Leben jetzt ein bisschen erleichtert. Davon hatte ich euch ja auch erzählt. Ich hatte ja ein extra Video gemacht zu Silbershampoos. Einfach so die ich getestet habe und die ich am besten fand oder wie ich sie fand, beziehungsweise die Wirkung. Es kommt ja immer darauf an, was man will. Es war also meine eigene Erfahrung, einfach das, was ich will. Ich will das halt so, wie es jetzt ist, so silber, nicht grau. Das ist ein Unterschied. Wenn ihr vielleicht mein Plattgemacht-Video, da war mein Haar recht grau. Und da hatte ich nämlich zum ersten Mal das Fudge-Silber-Shampoo benutzt und das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Also entweder ich muss es kürzer einwirken lassen oder ich benutze es lieber nicht mehr so. Und ich fand das einfach immer noch am besten. Ihr seht, genau dieses Silbrige, dieses Weiß-Silbrige, das ist das, was ich haben will. Und das bekomme ich einfach am besten damit hin. Das ist von Fanola, dieses No-Yellow-Shampoo. Das funktioniert wie Zauberei, wirklich. Also man macht es drauf und man sieht schon während des Shampoonierens, dass es von warm auf kühl geht. Und es geht halt nicht in, also man könnte noch Richtung Grau und Lila gehen, wenn man es sehr, sehr lange einwirken lässt. Aber ich lasse es schon so bis zu 5 Minuten sogar einwirken und trotzdem wird es dann eher so. Also es wird nicht so schnell grau, was ich gut finde. Also so gefällt es mir und ja, ich kann es nur empfehlen, also wenn ihr was sucht, was wirklich gut funktioniert, ihr wollt wirklich sehr kalt werden, dann ist das euer Ding. Man kann es auch nur ganz kurz einwirken lassen, wenn man natürlich nicht so einen harten Effekt haben will. Letztes Beauty-Produkt eigentlich schon ist das hier von NYX. Das habe ich auch zum Testen bekommen und zwar das NYXcellence Zone Regard. Das ist ein Youth Revealing and Perfecting Anti-Aging Total Eye Contour. Oh mein Gott, eigentlich einfach nur eine Augencreme. Allerdings hat die hier so einen, so einen Special-Applikator, der aus Metall ist, also schön kühlend. Und es ist echt sehr angenehm. Also auf der einen Seite kommt das Produkt raus, kann man eben so rausquetschen ganz normal, was auch sehr schön reichhaltig ist, aber nicht so fettig oder so, auch nicht schwer, sondern zieht gut ein. Und es macht so richtig schön glatt die Stelle. Also ist auch toll fürs Augen-Make-up einfach. Und dann kann man einfach die andere Seite nehmen und es so einmassieren. Es dauert zwar ein bisschen länger, weil natürlich mit der Hautwärme, mit den Fingern funktioniert es viel besser. Allerdings hat man da diesen schönen kühlenden Effekt, das ist voll angenehm auf der Haut. Ja, richtig toll, eine tolle Idee sowas und das Produkt ist eben so samtig, mag ich total gerne. Zwei Serien noch und ein Spiel, wovon ich euch unbedingt erzählen möchte und zwar einmal, das war eigentlich noch so ein Dezember-Favorit, aber ich hatte ja dann meine Jahresfavoriten gemacht, deswegen kommt's jetzt und zwar auf Netflix habe ich total gerne Haters Back Off geguckt. Das ist ja die Serie mit der YouTuberin Miranda Sings. Finde ich mega geil. Allein schon, dass sie eine Serie hat, das ist richtig cool. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Miranda Sings-Fan davor gewesen, vor der Serie. Ich habe sie zwar im Abo und habe ab und zu mal reingeschaut, war aber nicht immer so mein Geschmack, muss ich sagen. Dann habe ich nur so aus Interesse die Serie angefangen und die ist so toll. Sie ist so toll. Also erstens, also Miranda gefällt mir dort besonders gut und ich mag einfach die ganze Serie, die ist so ein bisschen skurril, würde ich sagen, hat einen guten Humor, ist auch ganz süß gemacht und ja, auch sehr, sehr witzig natürlich und auch ein bisschen traurig, also es hat alles so. So, are you in alto or soprano? I'm American. Man hat so ein richtiges Gefühl für jeden Einzelnen. Die sind sehr gut dargestellt und haben schöne Geschichten und das Ganze rundum und dann noch verbunden mit YouTube. Ist einfach geil. Also ist richtig toll. Hat mich echt berührt, die ganze Serie. Und ich hoffe so sehr, dass es sehr, sehr bald weitergeht. Dann mein zweiter Serientipp habe ich auch gestern beendet. Leider ist die Staffel auch nicht so lange. Irgendwie ist das in letzter Zeit immer so Stranger Things und so weiter. Immer nur so 8 Folgen. Schade, schade. Aber wovon ich spreche ist OA, habe ich geschaut. Man darf da auch nicht zu viel erzählen irgendwie. Ja, das ist so ein bisschen, sag ich mal, wer Stranger Things, Sense8, Akte X mag, der könnte auch The OA mögen, würde ich sagen. Ja, sowas. Also ist so ein bisschen übernatürlich, aber ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also man darf nicht zu viel verraten. Also es ist sehr interessant und ich finde
die Story gut erzählt. Teilweise muss ich sagen, ist das so ein bisschen langweilig und dann kommt bam am Ende immer was, wo man dann wieder dran bleibt und einfach wieder süchtig ist. Ohne zu viel zu verraten, kann ich sagen, dass mich das Ende so ein bisschen enttäuscht hat, würde ich sagen. Es war halt so ganz anders auf einmal und ja, ich weiß nicht. Jetzt ist es so Interpretationssache, würde ich sagen. Es liegt so am Zuschauer, wie er das denn sieht. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten. Aber es ist sehr interessant und wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen Mystery oder sowas mögt, dann schaut da mal rein. Es ist ja auch nicht allzu lange, von daher. Ja, sehr cool. Dann natürlich Favorit, zwar erst vor ein paar Tagen gekauft, aber scheißegal. Und zwar Resident Evil 7. Yes. Ihr wisst, wie lange ich auf dieses Spiel gewartet habe. Ewig, ewig. Und ja, ich bin ja der absolute Resident Evil Fan. Das ist so meine liebste Game-Reihe. Und ich habe jedes Spiel gezockt, auch diese ganzen Ableger. Also so gut wie. Manches vielleicht nicht auf Nintendo, nicht alles, aber manches. Naja, egal, auf jeden Fall. War ich super aufgeregt, weil er endlich mal wieder so ein bisschen den Horror aufgreift, worum es eigentlich ging mal bei Resident Evil. Die letzten beiden Teile waren ja sehr, sehr actionlastig und nicht mehr das, was sie einmal waren. Sie waren mehr so wie die Filme, würde ich sagen. Der wahre Resident Evil-Liebhaber findet das nicht so toll, so wie es mir natürlich auch ging. Und deswegen begrüßen wir nur den Horror. Und der ist hier richtig krass geladen. Ich möchte auch sagen, ab 18 natürlich, ne, ganz wichtig, das Spiel ist auf jeden Fall auch so, ziemlich brutal. Ist so ein bisschen wie The Hills Have Eyes, würde ich sagen. Also diese Horrors, ne, mit der freaky Familie. Ja, man hat so ein beklemmendes Gefühl, weil man ständig irgendwie so ein Gefühl hat, verfolgt zu sein. Und mit der VR ist es natürlich besonders krass, das Gefühl. Ich muss sagen, am Anfang fiel es mir ziemlich schwer. Irgendwann ist es sogar cooler als es normal zu spielen natürlich, weil das halt viel mehr, man taucht viel besser ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Allerdings ist die Grafik halt viel, viel schlechter, ne? Das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil die Demo Kitchen zum Beispiel war sehr viel besser von der Grafik und ich dachte, das wäre mehr so, aber leider nicht. Deswegen switche ich ab und zu und spiele es normal, weil ich manchmal die Grafik einfach nicht mehr kann, so. Man ist doch ein bisschen verwöhnt. Neben der Grafik sind natürlich all die coolen Sachen wieder dabei, also es gibt Rätsel, ganz typische Resident Evil Sachen, das Rumgekacke, wo du dann tausendmal hin und her rennen musst, weil du den Schlüssel noch bekommen musst und so weiter. Also es ist wirklich so, wie es einmal war, was mir halt total gefällt, die Kombination aus Rätsel und Horror. Und sehr viele Jumpscares, würde ich sagen. Also immer wieder kriegen sie mich. Aber momentan versuche ich es so zu genießen, deswegen gehe ich ganz langsam ran und spiele jeden Abend nur so ganz wenig, damit ich nicht zu schnell durch bin, weil sonst ja, schade. Das wird wahrscheinlich jetzt schon das Spiel des Jahres. Also es ist so gut gemacht, wirklich ein Meisterwerk, würde ich jetzt schon sagen. Und wer Horror liebt, der muss das spielen. Und das war's. Irgendwie verlässt mich meine Stimme jetzt auch gerade. Es wird immer rauer, keine Ahnung warum. Der Februar wird für mich nochmal ein bisschen hart, weil ich so ein paar Sachen noch machen muss. Ich habe ja so ein kleines geheimes Projekt, hatte ich euch ja schon mal so ein bisschen von erzählt am Final Weekend. Aber dazu dann sehr, sehr bald mehr. Ja, deswegen freue ich mich, wenn ich das geschafft habe. Also euch einen wunderschönen Februar und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.